Ihre Baustellen befinden sich an eher ungewöhnlichen Orten. Hier an der Eider bessern Wasserbauer Schäden aus, sorgen für Verkehrssicherheit und freie Fahrt. Nur eben auf den Wasserstraßen. Er sorgt insbesondere für Verkehrssicherheit, für die Leichtigkeit auf den Wasserstraßen. Und Schäden, die an der Wasserstraße entstanden sind, muss er die Instandsetzung durchführen. Da gehört unter anderem auch die Fahrwasserbetonung für die Schifffahrt mit bei, Stangenzeichen, Schleusen, Betriebsdienste, arbeiten mit natürlichen und künstlichen Gestein, Deckwerke instandsetzen. Früh aufstehen, bei Wind und Wetter draußen sein, das muss man mögen. Schlechtes Wetter gibt's nicht, es gibt nur schlecht angezogen, also schlechte Kleidung. Ne? Also von daher, wir sind immer hier am Wasser bei Wind und Wetter, das macht uns eher wenig aus. Ja, ich war schon immer gern draußen und bin auch Angler und darum schon immer viel am Wasser gewesen. Und naja, was liegt denn näher als Wasserbauer zu machen? Jedes Jahr starten 60 bis 70 Azubis deutschlandweit in den seltenen Ausbildungsberuf des Wasserbauers. Doch hier beim Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning hat sich bisher dieses Jahr kaum jemand am Stützpunkt Friedrichstadt beworben. Ein Ausbildungszweig mit Nachwuchssorgen. Also genau genommen erklären, warum wir Nachwuchssorgen haben, eigentlich kann ich das nicht, weil wir haben einen absolut klasse Ausbildungsberuf, sehr vielseitig. Wir machen Werbung in den Schulen, wir sind auf Ausbildungsmessen, Ständen unterwegs. Wir machen Praktika, wir bilden, auch mit den Schulen arbeiten wir sehr eng zusammen. Und übers Jahr gesehen sind sehr viele Praktikanten bei uns im Betrieb nachher, die letztendlich auch das Feedback uns geben, dass das ein toller Ausbildungsberuf ist. Also daher erklären kann ich es mir nachher nicht. Letztendlich das, was wir hier alle irgendwo aus den Medien mit entnehmen, das Schulsystem hat sich geändert und sehr viele streben Abitur, sind auf dem Gymnasium nachher an und wollen dann andere Ausbildungsberufe anstreben. Und fingerschmutzig machen ist vielleicht dann auch nicht immer überall das, was ein junger Mensch heutzutage gerne machen möchte. Auch in vielen anderen Ausbildungsberufen ist die Bewerberlage dürftig. Bundesweit sind noch 30.000 Plätze im Handwerk frei. Für die Wasserbauern vom WSA Tönning war eigentlich im September Bewerbungsschluss. Um die Plätze nicht verstreichen zu lassen, wollen sie die Frist noch mal bis zum 12. Oktober verlängern.